In diesem Film stelle ich zwei wichtige neue Charaktere vor, Scarlet Witch und Quicksilver. Sie sind Geschwister. Er ist schnell, beweglich und ungeduldig. Sie ist bodenständig und fürsorglich. Wanda und Pietro Maximoff, Zwillinge. Mit 10 verwaist, als ihr Haus von einer Granate zerfetzt wurde. Sie haben nur noch sich, etwa wie allein gegen den Rest der Welt. Quicksilver ist sehr schnell, fast so schnell wie eine Kugel. Er ist in allem schnell, auch schnell aufbrausend. Jeder ist ihm zu langsam. Hast du das nicht kommen sehen? Scarlet Witch beherrscht Telekinese, kann Gegenstände bewegen und in deinem Kopf die schlimmsten Ängste und Zweifel zum Vorschein bringen. Die kleine Maximoff manipuliert sie stark. Das Interessante ist, wie verbunden sie mit dem Universum ist und wie viel Kraft sie hat, ohne es selbst zu merken. Sie legt sich dermaßen mit den Avengers an, dass die sich zurückziehen müssen, um wieder zu sich zu finden. Wie habt ihr vor, sie zu besiegen? Gemeinsam. Es braucht eine Weile, bis wir wissen, wem wir vertrauen können und wem nicht. Wer auf unserer Seite ist und wer nicht. Das Labor ist vorbereitet, Boss. Oh, eigentlich ist er der Boss. Ich bezahle nur für alles und entwickle alles und seht zu, dass es cool aussieht. Die Dreharbeiten sind großartig, wie im Ferienlager. Fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Das geht gerade ab. Dieses Mal sind wir öfter zusammen, was toll für uns, aber furchtbar für Joss ist, da es schwierig ist, 10 verrückte Schauspieler, die sich sehr mögen, zu bändigen. Es ist eine Freude zu sehen, wie gut sie sich verstehen. Aber hin und wieder auch sehr anstrengend. Die Kids machen es mir nicht leicht, aber ich schaff das. Es herrscht ein Gemeinschaftsgefühl. Zeigen Sie mal, was wir haben. Das ist nichts für Sterbliche. Der Film macht unglaublich Spaß und ist durchdacht. Er bekommt mein Gütesiegel. Cap, da kommt was. Was, da kommt er schon wieder weg?